Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars The Old Republic. Imperialer Agent bzw. scharfer Schütze auf dem Testserver. Hier wieder auf der Rishi-Festung und ich sehe direkt, wir haben Post bekommen. Von wem denn? Aber Star Wars? PvP-Wertung für die Session 10. Zur Vorbereitung auf die Session 10, wo die Rangliste Wertung des Charakters zurückgesetzt. Kämpfe in der Session 10, um eine bessere Führung zu erlangen. Danke, dass du Star Wars The Old Republic spielst. Gute Jagd und möge die Macht mit dir sein, okay? Hier glaube ich ein kleines bisschen wird fail, denn. Hier stimmt was nicht. Okay, es gibt ein neues Update auf dem PTS, kam gestern Abend raus. Und sehen wir direkt auch schon hier oben. Hier oben ist was Neues. Und das gucken wir uns gleich auch an. Dazu gibt es hier auch oben ein neues Optionenmenü. Beziehungsweise jetzt Menü, wo man jetzt hier zum Beispiel den Besitzer festlegen kann, den Titel hier. Was das hier genau ist, das habe ich bisher noch nicht rausgefunden. Vielleicht, falls ihr das wisst, könnt ihr es ja irgendwie mal in die Kommentare schreiben. Ich hoffe mal, dass es dann in der Vollversion mit drin ist. Und das hier ist, glaube ich, um PvP ein- und auszuschalten. Weil ich weiß jetzt gerade, das ist wahrscheinlich ausgeschaltet. Das heißt, wenn ich jetzt hier reinfahre, dann ja, sehen wir. Passiert nichts. Wir können zwar weiterhin diese Steuerung hier benutzen, aber PvP ist jetzt ausgeschaltet. Man muss es ein paar Mal ein- und ausschalten, bis es richtig funktioniert, aber wir sehen, wir können jetzt hier kein PvP mehr machen. Wir sind noch nicht für PvP markiert, sehen wir auch hier unten keine Markierung. Gut, es funktioniert also ziemlich gut. Okay, wollen wir das Ganze jetzt wieder einschalten? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so funktioniert. Ich jetzt mal kurz einschalten und hier mal kurz rausfahren, zack. Wieder reinfahre, dann sehen wir, funktioniert es wieder. Okay, also das funktioniert schon mal ziemlich gut. Wir können ja auch keinen Gleiter nutzen, sehe ich gerade. Haben sie anscheinend schon mal ein bisschen was gemacht, ob sie es auch im Huttenbereich geschafft haben. Ich hoffe es natürlich mal. Zusätzlich gibt es auch eine Menge neue Felder. 1500 Haken? Warum? 1600? Warum habe ich das plötzlich noch 1500 von 1600? Hä? Okay, anscheinend haben sie aber nicht mehr Felder gemacht. Es gibt allerdings hier drüben jetzt Raumschiffplätze. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 neue Raumschiffplätze wurden hinzugefügt. Das Problem bei der ganzen Sache ist, es hat einen Haken, man kommt da drüben nicht hin. Man kann da nicht hinfahren, das geht nicht. Ich kann es euch ja gerne auch mal kurz zeigen hier. Ich fahre einfach mal hier runter. Wir werden noch nach kurzem sehen, dass hier was ist nicht, dass wir hier nicht durchkommen. Ja, Erschöpfungszone. Und wenn man jetzt theoretisch versucht, sich mit Ausloggen und Einloggen durch die Erschöpfungszone zu kämpfen, das bringt auch nicht sehr viel, denn ja, man, da ist eine unsichtbare Wand zwischen. Das heißt, man kommt da leider nicht durch. So, jetzt kommen wir mal zum wichtigen Thema. Dafür schalte ich aber das PvP erstmal wieder kurz aus. Also was das hier noch genau ist, habe ich bisher noch nicht verstanden. Also falls das irgendjemand weiß, kannst du gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob das die Spawnpunkte sind. Das könnte vielleicht sein. Ich kann auch den Text hier nicht irgendwie übersetzen oder so. Lock Stronghold irgendwas, kann ich nichts anfangen. Irgendwie hier mit Log 340 Stronghold, dann hier 37, 38, 39, 40, Log 653 Stronghold. Muss ich mal vielleicht mal im englischen Client schauen, ob es da irgendwie schon eine Beschriftung für gibt, aber ja gut. Hier hat sich, glaube ich, nicht viel getan. Genau, die Felder waren, glaube ich, früher auch alle. Ich glaube, hier wurden noch ein paar dazu gemacht, aber hier ist immer noch, meiner Meinung nach, zu wenig Felder. Die kann man, glaube ich, auch größer machen, ne? Aber man kann die, ach, man kann die Prunkstückfelder machen, das ist ja nice. Das wusste ich gar nicht. Okay, ich habe nichts gesagt. Man kann die Prunkstückfelder auch draus machen, ob es hier auch geht. Nee, hier geht's nicht. Kann man nur die großen Felder draus machen. Das sehen wir hier bestimmt auch, yep. Hier aus dem Raumschifffeld kann man theoretisch auch hier solche Felder hier machen. Okay. Falls man es halt braucht oder so, dann könnte man auch vielleicht auch das hier kleiner machen und dann die Raumschiffe alle da so rumstellen. Finde ich eine geile Sache erstmal. Dann, jetzt das wirkliche Highlight in dem Update, die neuen Räume. Es wurden neue Räume hinzugefügt, die sieht man auch direkt hier. Hat noch keine wirkliche Beschriftung, wenn wir eigentlich hier mal reinklicken, versteckte Höhle. Dann sehen wir, dass es hier plötzlich einen Fahrstuhl gibt. Und wir sehen auch, dass wir hier nicht mehr durchkommen. Hier ist zu, die Tür ist zu, können wir nicht durch. Und hier haben wir jetzt ein Objekt, was noch keinen Namen hat. Wenn wir da mal draufklicken, dann können wir uns hier eine neue Erweiterung freischalten. Hat leider noch keinen Dings und wir können damit 100 weitere Dekorationen platzieren. Das heißt, so kommen wir jetzt auf 1600 und das kostet uns relativ wenig Credits und zwar nur, ist ein Schnäppchen, 120.000. Das ist ja ziemlich wenig. Ich würde sagen, das erweitern wir auch direkt mal. Oh, nice. Ist ja auch geil, dass man das öffnet. Ich glaube, aber hier gibt es auch noch einen kleinen Bug. Denn wenn man jetzt nämlich zurückfährt und dann wieder reinfährt. So. Ja. Und dann gibt es einen kleinen Bug, immer wenn man hinfährt, explodiert es einmal. So, die Höhle ist noch wie vorher. Sehen wir hier, wenn ich mal kurz in den Bearbeitungsmodus gehe. Ich glaube, hier wurden zwar ein paar mehr Wandfelder hinzugefügt, glaube ich. Ich glaube, die waren vorher nicht da, bin ich mir jetzt noch nicht so sicher. Aber es gibt jetzt hier rechts hier, einen neuen Gang hier mit einem Fahrstuhl. Der ziemlich schnell fährt. What the fuck? Alter, der Ding ist richtig schnell. Ist ja wie auf der Flotte hier.
und mit einem unbekannten Bereich, Unknown Area ID und Map Name ID. Und dann haben wir jetzt hier den neuen Bereich. Und ich muss sagen, ich kenne ihn jetzt bisher noch gar nicht. Wir können hier ganz normal gleich herumfahren. Ich würde sagen, wir machen das aber zu Fuß und schalten erstmal den Bewegungsmodus an. Also Fahrstuhl, ganz normal hier. Okay, Teppichfelder. Kann man hier schön Teppiche auslegen? Oder hier sowas hier, wenn man es unbedingt will. Hier habe ich hier werden. Okay, die werden auch richtig platziert. Das ist natürlich nice. Was haben wir hier überhaupt? Gucken wir uns erstmal hier um. Erinnert mich so ein bisschen an Hutter hier, die Räume. Aber irgendwie gibt es hier keine Türen oder so. Okay, zwei große Felder. Und Teppichfeld und ein paar kleine Felder an der Seite. Hier noch ein paar Lampenfelder. Hier kann man leider keine eigenen Lampen platzieren. Ich weiß nicht, ob das noch eingefügt wird, weil ziemlich viele Leute haben sich über diese Lampen beschwert. Ob die jetzt so schick oder hübsch, ob die jetzt so hübsch oder scheiße aussehen, muss sich natürlich jeder für sich selber entscheiden. Hier durch ein kleiner Lightning Bug auch noch. Okay. Hier oben zwei Lampenfelder. Da habe ich viele verschiedene Lampen hier. Also dieser Eiszapfen-Scheiß habe ich hier sogar noch. Ja gut, ob man sowas so braucht hier oder sowas hier. Gut, das kann man sich vielleicht mal aufhängen, wenn Weihnachten ist oder so. Okay. Haben wir noch so? Ah, Kamera. Wie sieht die Karte heute hier aus? Fuck, ich wollte gar nicht hell sein. Okay. Geht aber noch ein bisschen weiter hier. Was? Okay, ist ein kleiner Bug hier anscheinend. Der Karte. Wir gucken uns hier mal an. Oh nice, Punktstückfeld und ach du Scheiße, ist das hoch. Ich konnte so schön Banner aufhängen oder so. Hier noch diese Lampen hier sehen so ein bisschen komisch aus, die Lampen irgendwie. Hier auch nochmal. Da auch noch hier so ein schönes Feld. Hier, was gibt es hier noch so? Nicht so viel Besonderes. Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen größer vorgestellt, aber. Und vielleicht noch ein bisschen mehr mit Türen. Also ich würde hier persönlich noch machen, dass hier vielleicht noch ein paar Türen sind, die man öffnen kann. Was haben wir hier noch so? Ein Balkon. Genau, das ist der Balkon, den wir vorhin eben schon gesehen haben. Ist da noch was? Nein. Da auch nicht. Hier gibt es auch einen Schnellreisepunkt wieder. Ach guck mal, jetzt haben sie es hier sogar hingeschrieben. Du kannst hier deinen Ankunftspunkt deiner Festung wählen. Ah nice, Ankunftspunkt festgelegt. Okay, jetzt haben sie es anscheinend mal ein bisschen berichtigt, den Text. Ist aber auch allgemein schon gestern ein bisschen beim Umtesten, habe ich schon ein bisschen geguckt hier, aber den Raum hier habe ich noch nicht angeschaut. Ausgefunden, dass hier ein kleines bisschen die Bugs gefixt wurden. Was haben wir hier? Objekt hat keinen Namen. Okay. Guck ich gleich, was wir da machen können. Anscheinend hier wurde das Ding selber zwar immer noch keinen Namen, aber wir haben jetzt hier ein kleines Pop-up, was uns anzeigt, was wir damit machen können. Von oben haben wir natürlich eine richtig geile Aussicht über die Festung. Wir können sogar hier oben drauf was platzieren. Nice, okay. Ob man jetzt nur so einen Porter macht, das hat keinen Sinn. Vielleicht irgendeine Statue oder so darauf setzen. Was haben wir hier noch? So, hier haben wir auch noch einen perfekten Ausblick über die ganzen Raumschifffelder hier. Könnte man natürlich auch wieder oben ändern. Macht jetzt aber für die Felder halt nicht so viel Sinn. Da könnte man jetzt eine Menge Raumschiffe hinsetzen. Ich mach das mal. Kopfsphäre. Die sind ziemlich klein jetzt hier, die Raumschiffe. Also man müsste sich vielleicht mit dunklen MK1-Projekten irgendwie die bei den Klassenraumschiffe kaufen. Achso, das ist von hier, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Müssten zwei mehr sein, dann könnte man das hier vielleicht auch noch ein bisschen mehr platzieren. Aber sonst. Ein paar Teppichfelder hier auch noch. Punktstück, falls man hier irgendwas hinschmeißen, so irgendwie so ein. So ein Ding sieht ja auch nicht schlecht aus, ne? Ja gut, obwohl es ist zwar ein bisschen zu riesig, ich glaube, das habe ich schon in meiner Yavin-Festung stehen. Aber müssen wir mal gucken, was mir hier raufsteht. Vielleicht auch irgendwie eine Statue oder so. Oder einfach irgendwie das Skelett kleiner machen, vielleicht auch. Ich meine, Punktstückfelder gibt es ja hier genug, dass man irgendwie sowas hier macht. Oder die kleinen Dinge sind Panne. Aber dass man vielleicht sowas hier macht und dann hier irgendwie kleine Sachen rumstellt. Man hat hier auf jeden Fall eine ganze Menge Platz. 1600 Felder hat man. Das ist, glaube ich, auch nicht mehr geworden als vorher. Finde ich ein bisschen schade eigentlich. Aber ja, gut. Auf jeden Fall, den Anführungspunkt kann man hier ebenfalls setzen. Haben wir ja schon gemacht. Also wenn ich jetzt outlogge und wieder einlogge, dann würde ich jetzt hier immer wieder spawnen. Das finde ich natürlich sehr, sehr nice gemacht. Ich hoffe, dass es in der Anfestung auch geht. Da bin ich ja gar nicht mal so sicher. Ich glaube, ich habe es zwar in der Zusammenfassung gesagt, stimmt aber leider nicht. Das habe ich nämlich mal überprüft. Das stimmt leider nicht. Das gibt es leider nur in dieser Festung bisher. Hier auch nochmal mit diesen Gittern hier. Das heißt, da wird nochmal in der Minecraft-Version nochmal ordentlich was auf mich zukommen. Wenn ich das jetzt hier nochmal umbauen muss. Was haben wir hier? Ah, Videosequenz. Ah, nice. Das ist richtig, das ist schön gemacht. Wie man sich da so runterseilt. Geht das auch andersrum? Anscheinend nicht. Ja, man spawnt irgendwie ein bisschen seltsam. Weil das Ding ist ja ein bisschen. Man müsste eigentlich theoretisch irgendwo hier spawnen. Da haben wir schon wieder Explosion. Ich kann aber kurz ins Changelog schauen, was noch so alles geändert wurde. Moment. Changelog. Firefox. bit.ly/. Kann ich gleich mal die Seite zeigen. svtor-info. Info.de. Ich glaube, das könnt ihr jetzt zwar nicht sehen, aber ich mache es trotzdem jetzt einfach mal ganz kurz mit deiner Aufnahme hier. Was wurde noch geändert? PDS-Patch-Notes.
Alle Gegenstände, die an Kartellmarkruf erfordern, sollten diese Anforderungen korrekt gegen die Unterwelt-Exchange-Ruf des Spiels prüfen. Diesmal auch wirklich. Der Arena wurde noch was geändert, also PvP-Arena. Spieler können keine Anspringfähigkeit wie Machtsprung mehr verwenden, um sich Charakteren zu nähern, die aufgrund einer Sprungplattform durch die Luft fliegen. Also diese Sprünge, die wir im Video gesehen haben. Richtige Festungen und Dekorationen sollten nur die Sichtlinie blockieren. Das heißt also, wenn jetzt ein anderer Spieler sich hinter einer Dekoration versteckt, kann man den nicht mehr anschießen. So habe ich das zumindest verstanden. Und die geheime Höhle, wo dann ein Raum umgewandelt, der freigeschaltet werden kann. Das heißt natürlich, wenn die Höhle haben möchte, muss man jetzt leider auch Credits ausgeben. Allerdings haben wir ja gerade gesehen, das ist ein ziemliches Schnäppchen. Eigentlich diese 100.000 irgendwas, da hier ran, 120.000 waren es jetzt oder 140. Das ist ja gar nicht so gesehen eigentlich. Dann eine neue Optionsschaltfläche wurde hinzugefügt und ein Schalter, um PvP in der Festung auszuschalten. Das habe ich euch ja gezeigt. Dies könnt ihr über ein Optionsmenü aufrufen. Wenn ihr den Zuschauerruinen benutzt, kann man Speeder nicht mehr nutzen. Das können wir gleich mal austesten. Hier, ich wechsle kurz ins Game zurück. Gehe mal ganz kurz wieder zurück an den Start. Zack, an den Start zurück. Ich weiß nicht, ob jetzt in der Festungsentführung auch noch was hinzugefügt wurde. Fuck, so schon lange wollte ich nicht hin. Okay. Wir sehen, wir werden auch nicht mehr vom Gleiter geschmissen. Ist es eigentlich auch, wenn ich PvP anhab? Moment, das will ich mal ausprobieren jetzt. Obwohl, nee, das geht ja gar nicht. Ich kann ja gar nicht Gleiter nutzen, habe ich vergessen. Ich nehme jetzt einfach mal hier den Festungsdruiden. Oh, ich habe gerade gesehen, da ist auch schon eine Beschriftung. Das ist gut. Also wenn ich jetzt theoretisch mal den Druiden jetzt hier mal nutze und mal zum Aufzug hier gehe. Okay, es geht nicht, wie wir sehen. Aber endlich, es gibt hier endlich eine Beschriftung. Endlich. Patrouillenfahrt darauf Deck. Endlich wurde es ergänzt mit der Beschriftung hier. Jedenfalls, ja gut, das hier ist immer noch ein bisschen verbuggt. Das ist aber, glaube ich, im englischen Client auch so, dass das hier immer angezeigt wird, dass es aktiv ist, obwohl es nicht stimmt. Zusätzlich haben wir jetzt hier auch irgendwie mal eine Beschriftung. Kameramodus ein ausschalten. Stärkung haben wir jetzt hier auch. Benutze Stärkung, um deine Werte des Charakters zu erhöhen. Und die Festungsbeobachter-Droide, Steuerkonsole hat jetzt auch ebenfalls Pop-up unter unten die Beschriftung. Also da hat BioWare schon mal gut gearbeitet. Also Props an euch. Besonders an Erik und Charles, die das Feedback so gut aufgenommen haben. Da gucke ich mal ganz kurz, was wir noch alles haben. Ich kann auch noch mal ganz kurz nach oben gehen, sputten bei Dings. Und deshalb gucke ich mal, was noch alles so ist. Da werde ich gleich mal das mit den Speedern auch da mal ausprobieren. Das Stärkenterminal leuchtet jetzt blau, um anzuzeigen, dass es interaktiv ist. Okay, also es leuchtet jetzt immer blau. Nur Festungsbesucher, die Schlüssel haben, können mit Terminals in der Riri-Festung interagieren. Das heißt also auch wahrscheinlich mit bronzenen Schlüssel, was dann für Gildenfestungen nicht so viel Sinn macht, weil ja in der Gilde jeder Spieler automatisch einen bronzenen Schlüssel hat. Vielleicht, dass man es vielleicht auf Silber oder Gold vielleicht sogar ändert, wäre vielleicht ein bisschen sinnvoll. Zumindest für Gildenfestungen. Für private Festungen sind die so wichtig, weil da hat ja nicht jeder einen Schlüssel. Aber für der Gildenfestung hat ja jedes Gildenmitglied mindestens morgens einen Schlüssel. Deswegen wäre es ein bisschen dumm. Einige Haken, die unbrauchbar sind, wurden angesprochen, beziehungsweise halt geändert. Und zusätzliche Haken wurden hinzugefügt, das haben wir ja gesehen. Zum Beispiel die Raumschiffplätze jetzt und die neuen Wand- und Deckendekorationen funktionieren jetzt an der breiteren Plakette von Hakentypen. Okay. Einziger Punkt ist der Wunschliste, den ihr bemerkt habt, ist die Fähigkeit, Festungen zu sortieren. Das ist etwas, was im Team noch interessiert. Ich habe eine kleine Chance, dass es 592 ist, aber eher ein 593. Sortieren funktioniert schon ein bisschen alphabetisch. Bla bla bla. Also, die Festung sortiert sich alphabetisch. Wenn ihr eigentlich zu deiner Festung reist, geht immer die nach oben, die ihr zuletzt besucht habt. Das heißt, das ist so wie bei der Charakterauswahl. Dass immer das oben ist, wo ihr jetzt das letzte Mal wart. Und sobald das Update oben ist, wird es einen neuen Feedback-Thread geben, den gibt es hier schon. Bitte nicht hier reinschreiben, das bringt jetzt nichts. Also nicht bei bit.ly/svtorinfo.de. Bit.ly/svtorinfo.de, sorry. Aber ja gut, dein Apartment-Bereich, danke an alle. Wir sind jetzt auf dem PDS, Erik. Okay. Könnt ihr jetzt nichts sehen? Auf jeden Fall, hier sieht alles noch so wie vorher aus. Felder ganz angucken. Ich glaube, hier wurden ein paar mehr Felder gemacht. Aber das Feld macht nicht wirklich einen Sinn, hier direkt vor der Tür. Warum sollte man hier direkt was vor die Tür stellen? Warte mal, gibt es irgendwelche Wände oder so? Ich hatte doch mal irgendwie so eine Wand hier gehabt. Gibt es irgendwas, wo man nicht rüberlaufen kann? Hier sowas hier zum Beispiel. Wenn ich das jetzt hier hinstelle und nach hinten schiebe, ja gut, da kommst du immer noch durch, aber. Ja gut. Es macht aber nicht so viel Sinn, das direkt vor die Tür zu machen. Egal, hier haben wir auch nochmal so einen Ankunftsteil hier. Ach, guck mal, hier steht sogar schon. Hier wurde sogar gemacht, aber nur nicht bei den neuen Dingern. Ankunftspunkt festlegen, Hauptdeck. Okay, das wurde anscheinend doch schon gemacht, aber noch nicht richtig angezeigt. Bei der neuen Dings. Wird wahrscheinlich jetzt ein Release draus sein. Okay, hier das leuchtet. Dauerhaft leuchten tun sie aber nicht, nur wann da drauf geht. Kampfszenario starten oder beenden. Ich glaube, das war aber schon vorher. Ich weiß gar nicht, ob das Tooltip da auch schon vorher war. So, Gleiter wieder rauf. Und dann geht es nach oben. Da habe ich nämlich eine Sache noch nicht gezeigt. Wo ich glaube, ich habe es zwar in der Zusammenfassung gezeigt, aber halt nicht im Agentenvideo. Hier müsste es ebenfalls wieder funktionieren. Genau, das funktioniert auch super. Und wenn ich jetzt hier in den Druiden reingehe,
Können wir jetzt die ganze Zeit immer noch die Hunden mal runterfliegen. Wir können springen, das ist zwar immer noch ein bisschen verzögert. Und wenn man jetzt hier halt hinter steht, dann kann halt jemand, der ein anderer Spieler, der hier steht, eigentlich anschießen, sobald man nicht hier hinter steht. Zusätzlich sollten jetzt auch die Gleiter behoben sein. Warte mal, ich gehe kurz aus dem Zuschauermodus raus, dann sehen wir das auch. Die Gleiter sollten jetzt nicht mehr rumbangen. Ich weiß nicht, habe ich das schon in einem Video gezeigt mit den Kanonen hier? Da gibt es nämlich auch was Neues. Bisschen was jetzt nicht in dem Patch, das war schon im letzten Patch drin, aber da gab es was Neues. Hier zusätzlich auch noch mit dem, dass man hier auf diese Dinger rauf kann. Mit dem viel zu schnellen Fahrstuhl. Aber es gibt es auf der anderen Seite, ne? Auf der Seite gibt es das nicht, schade. Zusätzlich kann man jetzt auch wieder mit dem Gleiter fahren. Also der Bug wurde auf jeden Fall behoben, das finde ich gut. Gucken wir gleich, ob da ein weiterer Bug behoben wurde, der auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist. Ja, ich ziehe das Video schon wieder in die Länge, ich weiß. Aber egal, ich will ja alles wirklich zeigen. Wir gucken, ob der Bug hier behoben wurde mit dem Hundenball. Man kann hier derzeit noch einen Gleiter nutzen, okay. Jetzt gehe ich beispielsweise mal in die Froschhunde rein und starte einfach mal ein Hundenballspiel. Alles herhören! So lauten die Hundenballregeln! Zwei zufällig bestimmte Teams. Nein! Es wurde nicht gefixt, oder? Ein Ball, das werden wir auch gleich sehen, wenn die Runde jetzt startet. Also bisher bin ich noch enttäuscht von dem jetzt hier. Ist der Ball hinter der Linie des gegnerischen Teams, erhält euer Team einen Punkt. Waffen, Beleidigung und Betrug sind im höchsten Maße nicht erwünscht. Der Ball darf aber nicht getreten werden. Was, hat er gerade Schaden bekommen? Haben keine Füße. Zeigt unserem Sponsor Girada den Respekt, ich war mal kurz den er verdient. Mal privat, dass ich keiner reinkommt. Ach, warte mal. Ich glaube, jetzt weiß ich, was das ist. Lock 337 Stronghold. Ah, ich glaube, ich weiß jetzt. Ach, das ist dafür. Oh, ach so. Das ist die öffentliche Liste hier. Ach so. Okay, ich habe nichts gesagt. Funktioniert auch nicht. Okay, dafür ist es da, okay. Aber... Nein, es wurde nicht gefixt. Schade, schade, schade. Es wurde noch nicht gefixt. Genauso wie dieser Parcours immer noch total sinnlos ist. Die Vorschunde haben den Ball. Wenn ich den Ball habe, kann ich immer noch mit dem Gleiter fahren. Okay, das ist, aber das muss unbedingt noch gefixt werden. Das haben sie beim ersten Patch auch geschafft, aber warum schaffen sie es jetzt nicht mehr? Und was unbedingt auch noch gefixt werden muss, sind diese Treppen hier. Es muss hier eine Möglichkeit geben, diese Treppen wegzumachen. Das muss es einfach, weil sonst macht dieser Parcours keinen Sinn. Dieser Parcours macht mit diesen Treppen keinen Sinn. Abgesehen davon, dass man dort vom Gleiter geschmissen wird, aber der Parcours macht keinen Sinn mit diesen Treppen hier. Also, das muss BioWare auf jeden Fall noch in den Griff bekommen. Zusätzlich gibt es, glaube ich, auch noch einen kleinen Übersetzungsfehler hier bei dem Feld hier. Ja, sieht man hier. Ich weiß gar nicht, ob es vorher auch schon drin war. Große mittlere Panne. Also es gibt immer Arena, das ist ganz normal. Große mittlere Panne und Raumschiffe. Und die große mittlere Panne ist das hier. Okay. Ich mache es kurz wieder rückgängig, so. Also die große mittlere Panne, die ist also... Ja, ein bisschen pannig. Aber was ich persönlich ein bisschen schade finde, dass bei der großen mittleren Panne das Arena-Feld hier weg ist. Wäre das noch mit da, dann wäre es meiner Meinung nach schon fast besser als das normale. Könnte man hier nämlich irgendwie Sachen hinstellen oder so, hier auch noch ein bisschen was. Aber wenn dieses Arena-Feld auch bei der großen mittleren Panne oder auch bei Raumschiffe da wäre, das wäre richtig geil. Also wer so sind keine Arena ausmachen kann, will, kann ja auch seine vier Raumschiffe hinstellen. Muss aufpassen, wie ich jetzt den gleich eingrabe. Aber eigentlich schade. Schade, ich hoffe mal, das kriegt BioWare noch in den Griff. Weil das macht das Spiel einfach nur kaputt. Weil so macht die Map durch diesen kleinen Bug hier keinen Sinn. Genauso wie, dass es hier keine Fallen gibt oder diese Treppen hier. Das sind Sachen, die muss BioWare unbedingt noch vor allem wie schaffen. Das muss BioWare einfach schaffen. Das geht gar nicht anders. Das ist einfach nur Fail. Sonst. Ich bin gerade auf der falschen Seite, merke ich gerade. Kurz rüberfahren. Das muss BioWare noch in den Griff kriegen, weil sonst macht diese Map so gesehen keinen wirklichen Sinn. Ich hatte jetzt noch, glaube ich, die ganzen Dinge ja auch Beschriftungen hier. Das hier war, glaube ich, schon vorher so. Aber ich echt immer noch sagen muss, dass ich das echt noch doof finde, dass, ja, man halt jetzt diese Insel nicht hin kann. Das muss unbedingt auch noch in den Griff bekommen werden. Das haben sich auch viele darüber beschwert. So, ich hatte jetzt auch das Ding hier, eine Beschriftung. Steht zwar nur Aufzug da, aber so ist es zwar kein Aufzug, ist einfach nur eine Kanone, wenn ich jetzt darauf klicke. Kommt auch eine kleine Videosequenz. Wie uns die Kanone als Kanonengeschoss nach unten schießt. Ich weiß nicht, habe ich das schon in meiner Agentenfolge gezeigt? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es in der Zusammenfassung gezeigt, aber nicht in der Agentenfolge. Oder irre ich mich da jetzt? Auf jeden Fall geile neue Sachen. Echt gut. Echt sinnvoll. Und es macht vor allem auch ziemlich viel besondere Sachen. Besonders auch mit diesem PvP ausschalten. Das haben wir jetzt ja auch rausgefunden, wofür das jetzt hier ist. Also das sind die öffentlichen Listen hier. Hier kann man PvP ein- und ausschalten. Müsste vielleicht auch noch eine Beschriftung hin.
Hier den Titel kann man hier festlegen, den Besitzer. Also ist auf jeden Fall ziemlich geil gemacht hier. Mit den Schlüsseln ist vielleicht auch eine gute Idee, aber die müssen es ein bisschen besser begrenzen. Also wenn man jetzt einen Bronzenschlüssel hat, dass man dann trotzdem hier nicht benutzen kann, diese Terminals hier. Das wäre echt besser. Das wird sich halt hier noch ganz normal der Ausgang hier, kann man nach Rishi verlassen. Oder hier die Festungseinführung nochmal anschauen. Das mache ich jetzt eigentlich nicht, das kennen wir ja schon. Ich glaube, ich weiß zwar nicht, ob jetzt hier das hier auch noch hinzugefügt wurde zur Festungseinführung, aber ja gut. Okay, auf jeden Fall Aussichtsplattform. Geile Idee. Geile Sache. Da fahre ich auch gleich nochmal hin. Geile Sache, echt. Finde ich echt nice, dass BioWare innerhalb einer Woche, glaube ich, oder sogar noch weniger, so ein ganzes Ding hier noch erschaffen hat. Und es auch so gut funktioniert, sage ich jetzt mal. Gut, dass sie jetzt noch ein bisschen verwackt ist, werden sie wahrscheinlich auch in den Begriff bekommen. Aber, ja. Ach, natürlich, natürlich. Es war echt geil. Aber eigentlich ist es geil, eine geile Sache. Na komm, Fahrstuhl, komm. Komm, Fahrstuhl, komm. Ich habe zwar ehrlich gesagt gedacht, dass es jetzt hier ein Fahrstuhl ist, den man so benutzen muss, aber der fährt von selber. Aber trotzdem, ziemlich, ziemlich geil. Erinnert mich zwar so ein bisschen an Hutter hier von den Gängen her, aber, oder an eine Kantine. Und dann würde ich dann einfach sagen, ich stelle mich auf den Balkon hin und mache dann Schluss. Ich hoffe, hat euch gefallen, die Änderungen. Warte, ich muss kurz das Team hier mal wegmachen. Das geht gar nicht. Das geht nicht. Warum geht das nicht? So, also die Respawn klappt auch perfekt. Bin genau hier gespawnt. Leider ist der Sprint-Buff irgendwie weg. Keine Ahnung warum. Ich habe ihn jetzt eigentlich nicht rausgenommen. Eigentlich sollte er auch nicht mehr rausgenommen werden. Aber egal, ich würde sagen, jetzt beende ich auch wirklich hier die Folge. Teamzugehörigkeit, die kann man leider nicht per Hand wegmachen. Das ist doof. Also wenn man die einmal gewählt hat, ist sie drin. Und dann würde ich aber erstmal sagen, wie gefallen euch die Änderungen? Schreibt es mal in die Kommentare. Bis bald und ciao.